So, wir fangen mit einem quasi neuen Thema an. Das stimmt ja gar nicht. Das Thema heißt eigentlich anders. Das Thema heißt Vector-Analysis. Das heißt, es ist eine Kombination aus der Analysis, Differenzieren, Integrieren und der linearen Algebra, die Vektoren. Natürlich baut das auf dem Zeug auf, was wir da hatten mit Differenzieren, Integrieren und so weiter, aber es ist trotzdem, denke ich, ein ganz guter Punkt, wo Sie wieder neu einsteigen können. Wenn ich Sie jetzt bei den Matrizen und den Eigenvektoren und so weiter irgendwie versucht, also aus Versehen abgehängt habe, dann ist das jetzt genau ein guter Punkt, wieder einzusteigen. Wir machen etwas ganz Einfaches, Kurven. 13,1 sind die Kurven und 13,2 am Donnerstag sind dann die Flächen und 13,3 sind dann die Volumina und dann haben wir die Woche auch schon gefüllt. Eine Kurve ist sowas hier, das ist ein Strich in der Landschaft, der muss nicht gerade sein, kann so sein, deswegen ist er auch kurvig, hat vielleicht einen Anfang, hat ein Ende. Anfang und Ende können auch im Unendlichen liegen, kann beliebig weit sein. Und wie würde man das jetzt mathematisch beschreiben? Also wenn ich das sind Punkte in irgendeinem Koordinatensystem, mal ein Koordinatensystem, so, x, y, ich mal das zweidimensional, natürlich kann man auch Kurven in drei Dimensionen haben. Und jeder Punkt dort entlang dieser Kurve kann man vielleicht durch einen Vektor beschreiben. Und diesen Vektor nenne ich R. Und das sind natürlich jetzt viele Vektoren, alle Punkte dieser Kurve haben ihre eigene Position. Also muss ich mir irgendwie einen Namen für die geben. Ja, ich muss halt hier, alle diese Vektoren brauchen irgendeinen Namen. So, Sie sehen, das geht hier weiter, dann geht es wieder zurück und dann überschneiden die sich wieder. Und da führt man einen Parameter ein, weil das kontinuierlich viele Punkte sind, können wir da nicht einfach eine Zahl dran schreiben, 1, 2, 3, 4, 5, sondern ich schreibe ein U. U ist eine reelle Zahl, das ist ein Parameter und wenn die Kurve Anfang und Ende hat, dann können wir zum Beispiel sagen, dass der Wert des Parameters am Anfang A sein soll und der Wert des Parameters am Anfang B. Das heißt genauer, dass U ist eigentlich ein Element aus dem Intervall von A bis B. Heute ist was los. Wir warten mal, bis Sie sitzen. Dieses A ist eine reelle Zahl und es nummeriert mir sozusagen auf eine kontinuierliche Art und Weise meine Vektoren. Und damit, wenn ich die hintereinander male, habe ich meine Kurve. Es gibt auch im Prinzip einen Durchlaufsinn, weil das Intervall hat einen Anfang und ein Ende, das A ist kleiner als das B. Ich fange bei diesem Punkt an und laufe dann in diese Richtung hier durch. Also die Kurve hat eine Orientierung. Und das hier ist mein Startpunkt. Und das hier ist mein Endpunkt. Und mathematisch ist also eine Kurve eine Abbildung von einem Parameter in die vektorwertigen Funktionen. Das hier ist der Parameter, habe ich schon da geschrieben, Parameter. Und das hier ist eine vektorwertige Funktion. In Rn, und wenn n2 ist, ist es eine ebene Kurve und wenn r3 ist eine räumliche Kurve. So, jetzt fangen wir an. Sind wir da auf einer Linie, auf einer Kurve? Wenn Sie also jetzt das mal konkret machen wollen, dann müssen wir für jeden dieser Vektoren halt rausfinden, was für Komponenten er hat. Also nehmen wir diesen Vektor, den ich hier eingemalt habe, der da, zu dieser speziellen Stelle U, hat irgendeine X-Komponente. Das ist dieses Stück und irgendeine Y-Komponente. So. Und das heißt, wenn ich rausfinde, was er da für ein X und Y hat, dann baue ich das einfach da ein. Dann ist mein R von U ein X
von u ex plus y von u ey. Einfach ein Vektor mit den beiden Komponenten, x von u, y von u, und das sind jetzt keine festen Werte, sondern das sind Funktionen. Das heißt, eine vektorwertige Funktion ist das gleiche wie n für n gleich 2, zwei ganz gewöhnliche Funktionen. Oder in drei Dimensionen, das ist in 2D, und in 3D haben Sie halt drei Stück davon. Y von u, e, y plus z von u, e, z. Oder diese Also der Punkt ist, wir haben keine konstanten Vektoren, sondern wir haben eine ganze Familie von Vektoren, die parametrisiert sind mit einer reellen Zahl u. Und ich möchte mal ein Beispiel machen, wo Sie rausfinden müssen, was diese Funktionen x und y sind. Und wir machen das als eine ebene Kurve. Und meine Kurve soll ein Halbkreis sein, in der oberen rot, muss ja rot sein. Die Kurve ist rot. Und ich möchte als Startpunkt diesen Punkt wählen, als Endpunkt diesen hier, Start. Und das ist Ziel sozusagen, aber habe ich Endpunkt genannt, okay. Jetzt muss man, wenn man so eine Kurve gegeben hat, sich verschiedene Sachen überlegen, nämlich wie soll ich die einzelnen Punkte nennen? Welchen Namen soll jetzt, also welchen Wert u, hier mal irgendeinen Vektor ein, das ist dieser, Vektor r, für ein spezielles u, aber was soll u sein? Möchte ich muss irgendein Intervall u wählen. Man könnte zum Beispiel von 0 bis 1 oder von minus 1 bis 1 oder was weiß ich, von 0 bis 2 pi. Diesen Freiraum haben Sie, das ist nicht festgelegt und man muss es so wählen, dass es irgendwie gut zusammenpasst. Ja? Wir brauchen irgendeine Zahl, die mir die Position entlang der Kurve eindeutig gibt. Und jetzt muss man da drauf starren und sich überlegen, welche Größe soll ich denn da nehmen, was mir eindeutig die Position da gibt. Und mir fallen zwei Sachen ein, die habe ich auch im Skript geschrieben, aber vielleicht fällt Ihnen ja noch was ein. Was? Ja, irgendwas Geometrisches an dem Bild. Das ist ein Stück des Einheitskreises, oder wenn wir da einen Radius für geben, dann könnte das auch irgendwie Radius r sein, dass diese Länge hier irgendwie r ist. Also das ist soll der Vektor r von u sein und die Länge von dem Ding soll r sein. Also es muss nicht unbedingt der Einheitskreis, kann auch ein größerer Halbkreis sein. Natürlich komplexe Zahlen, aber wenn ich die jetzt auch noch reinmische, dann ja. Zum Beispiel der Winkel von der x-Achse. Wenn das unser u ist, das heißt, Sie geben mir eine Zahl u und ich weiß genau, welcher Punkt der Kurve gemeint ist. Und dann sieht man auch, was das Intervall von u sein soll, sagen wir von 0 bis pi. Weil das ist genau, wenn u gleich 0 ist, ist es hier, wenn u gleich pi ist, ist es da, wenn das der Winkel ist. Das wäre ein guter Parameter. Was wäre denn ein anderer guter Parameter? Also ich möchte das gleich nochmal, ich weiß die Frage, ob ich es mische. Wir ziehen das mal durch mit diesem Parameter. Was wäre jetzt die Parametrisierung für diesen gewählten Parameter? Was ist x von u, die x-Komponente von diesem Vektor hier, wenn u dieser Winkel ist? Da, die x-Komponente ist dieses Stückchen x von u. Wie groß ist x von u? U ist jetzt der Winkel. Jetzt müssen Sie Geometrie machen. Genau. Ja? Genau, und dann eventuell noch das r, falls wir keinen Einheitskreis wählen, Kosinus von u. Sieht komisch aus, ne? U ist ja nicht mal griechisch und trotzdem steht es im Argument eines Sinus, aber Kosinus, aber okay, das ist halt unser Parameter. Er geht ja auch Werte bis pi, das ist wenigstens ein bisschen griechisch dabei. Und y von u muss ja dann der andere Kollege sein, ne? Muss ja dann Sinus sein. Das ist also r Sinus u. Genau, und die beiden zusammen ergeben jetzt meine Kurve, wenn wir das r noch rausziehen, wollen wir nicht rausziehen, Cosinus u, r Sinus u, fertig. Das ist dieser Halbkreis mit dieser Orientierung von diesem Start zu diesem Ziel. Und ja, jetzt hätte man aber auch noch das anders machen können. Nochmal das gleiche Spiel, wieder dieser Halbkreis. Mit Radius r
Und jetzt möchte ich was anderes wählen. Also ich habe mir da ja schon was ausgedacht, aber was können wir denn noch wählen? Also welche was können wir noch wählen, um eindeutig diese Punkte da zu beschreiben? Also dieser Punkt, was unterscheidet den von allen anderen Punkten der Kurve? Dieser Punkt unterscheidet sich in allen anderen Punkten der Kurve, dass er unter dem Winkel U vom Ursprung aus zu sehen ist. Und was unterscheidet diesen Punkt von allen anderen Punkten der Kurve? Das ist quasi wichtig, weil wenn wir zweimal die... Ja? Genau, zum Beispiel, daran habe ich gedacht. Wenn Sie hier eine Linie malen, kein anderer liegt an der Stelle. Kein anderer hat diesen x-Wert, keiner hat diesen speziellen x-Wert. Das heißt, wir könnten auch den Punkt auf der Kurve identifizieren, indem wir den x-Wert angeben. Wenn wir das machen, dann sollte u in welchem Bereich liegen? Denn wenn das, also wenn das Radius r ist, das heißt, der trifft das hier bei r und da bei minus r. Und wenn wir jetzt, ja? Minus r bis r, genau, muss so minus r bis r sein. Das heißt, wenn ihr, ja, hier ist es halt ein bisschen kleiner als r, da ist es genau r, da ist es 0 und so weiter. Sie können damit eindeutig die Punkte ansprechen. Und mit diesem Parameter, mit dieser Bedeutung, das ist jetzt also das u, müssen wir herausfinden, wie groß ist diese Strecke, das ist das x, und wie groß ist diese Strecke, das ist das y, genau wie wir es da gemacht haben. Das heißt, was ist das x von u und was ist das y von u? X ist einfacher. Machen wir X erstmal als einfacheres, weil X sieht ja ganz... Ja, das sieht aus wie U. Da müssen wir später nochmal drüber reden. Machen wir mal U. Eigentlich ist das falsch, aber wir machen jetzt mal U. Also eigentlich ist es auch wieder auf eine Art richtig. Also, das Problem ist der Durchlaufsinn. Vergessen Sie den Durchlaufsinn. Wenn wir nämlich das, wenn wir das Intervall von minus r bis r durchlaufen, dann käme der ja zuerst. Dann wäre das mit der Parametrisierung. Also, das ist schon richtig. Wenn wir das x gleich dem u setzen, dann und dann bei minus r anfangen, dann sind wir zuerst da und dann landen wir da. Ist die quasi die verkehrte Orientierung. Ist nicht die, die ich wollte, aber das korrigieren wir gleich. Jetzt malen wir das erstmal so auf, um ungefähr richtig zu sein. Und nachher spiegeln wir das Ding. Ja? Also die beiden zusammen, ist die Gerade von da nach da. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen nach oben verbiegen, damit wir brauchen noch einen y, den y-Wert. Jetzt kommen Sie mit Ihrem Quadrat und so. Nee. Was gilt denn auf so einem Kreis? Auf so einem Kreis, Pythagoras, ja? Genau, das gilt für alle Punkte auf diesem Kreis, auf diesem Halbkreis. Wenn wir jetzt also schon das x kennen, dann können wir das y ausrechnen, indem wir das nach y auflösen. Also nach y auflösen heißt minus x, dann kommt das x auf die andere Seite, die Wurzel ziehen, also ist das Wurzel r Quadrat minus u, also minus x Quadrat, aber x ist u minus u Quadrat. Und wenn ich bei dem Wurzelziehen das Positive nehme, dann ist mein y immer positiv und dann bin ich oben. Das ist die andere Parametrisierung einer Kurve, die hier anfängt und da aufhört. Ja? Jetzt möchte ich hier das Vorzeichen umdrehen, genau. Also da merke ich nichts, weil u Quadrat minus u Quadrat gleich ist. Genau, jetzt ist das ein bisschen, Sie sehen, es ist ein bisschen rückwärts. Das ist ein bisschen rückwärts, weil wir bei u mit minus r anfangen, wollen aber nicht da landen, sondern wollen da landen. Das Blöde ist, dass ein Intervall halt eine linke und eine rechte, die linke ist die kleine und die rechte ist die größere Grenze. Deswegen müssen wir das Ding umdrehen. Das hier ist minus u. Ja? Wenn... Nehmen Sie die Parametrisierung, wenn Sie lieber von da nach da laufen und das Minus nicht mögen. Dieses Minuszeichen hat den Graphen gespiegelt.
Wir können es einfach mal ausprobieren. Also wenn wir jetzt sagen, u ist minus r, dann sind wir hier bei minus minus r, also r, das ist der Punkt auf der x-Achse. Und minus r, hier eingesetzt, ist minus r Quadrat, ist r Quadrat, r minus r Quadrat ist 0, das heißt, wir sind wirklich da. Dann machen wir das ein bisschen größer. Das wird dann also ein bisschen kleiner. Wir kommen hier rüber und ja, es passt schon. Und wenn Sie dann bei groß R sind, dann sind Sie bei x ist minus R, sind Sie da. Also wenn Sie irgendwie so, wollen wir noch ein bisschen, Beispiel, noch ein Beispiel, noch ein Beispiel. Also eine Gerade durch A parallel zu B. Zwei Vektoren. Ich habe ein Koordinatensystem. Dann habe ich einen Vektor A und einen Vektor B. Und ich möchte jetzt eine Gerade haben als meine Kurve, die durch A geht und parallel zu B läuft, also das Ding. Das ist meine, und die soll vielleicht diesen Durchlauf, diese Orientierung haben. Eine schöne Gerade. Was nehmen wir denn da? Da brauchen wir jetzt wieder R von U mit U in irgendeinem Intervall, so dass man, wenn man irgendein U nimmt, entlang dieses Dings schießt. Man könnte im Prinzip wieder diese x-Komponente nehmen, ja, weil jeder ist eindeutig die x-Komponente gegeben. Aber nehmen wir mal an, dieses b würde gerade nach oben zeigen. Das sind wir, haben wir auch keine Kontrolle. Ne? Nehmen wir an, jemand anderes hätte sein a so gewählt und das b so gewählt. Dann wäre die Gerade, zack, dann haben die alle den gleichen x-Wert. Das ist also blöd. Das wäre dann eine gute Parametrisierung für alle Fälle außer dem Fall. Und machen wir es lieber so, dass es für alle funktioniert. Ja? Also zum Beispiel diesen Punkt hier, wo war denn mein B? Mein B hört hier auf, das B hört da auf. Dieser Punkt. Welcher Vektor ist das denn? Also wenn das hier mein R von einem speziellen U ist, dieses R. Was ist denn dieses R, wenn das A und das B ist? Ja, jetzt sogar zwei gleichzeitig, drei gleichzeitig, ja. A plus B, genau. Genau, sehr gut. A plus B. So, das ist dieser Punkt. Dem geben wir jetzt mal einen Wert, sagen wir, dem geben wir irgendeinen Parameterwert. Was für ein U wollen wir dem geben? Das muss ja auch einer sein. Geben Sie ihm 1. 1, richtig. Das heißt, dieser Punkt soll der Wert 1 sein. Das heißt, es ist der mit, das ist für U gleich 1 quasi. Und jetzt wollen wir ein bisschen weiter gehen, ein bisschen größeres U. Was heißt das? Wir müssen mehr in B-Richtung gehen, wir müssen B ein bisschen länger machen. Wenn wir B also mit ein bisschen was multiplizieren, ein bisschen größer als 1, dann sind wir da. Wenn wir B ein bisschen kleiner als 1, dann sind wir da. Wenn wir B mal 0 nehmen, sind wir da. Wenn wir B negativ, gehen wir in die andere Richtung. Wenn wir unser U davor schreiben als Faktor und das U aus den reellen Zahlen wählen, dann kriegen wir diese ganze Gerade. Wenn das U gleich 0 ist, dann sind wir da. U gleich 1 sind wir da. U zwischen 0 und 1 irgendwo da. U größer als 1 dahinter und U negativ auf der anderen Seite. Das U, dieser Parameter für diese Kurve, für diese gerade Kurve, ist der Streckungsfaktor von B. Und je nachdem, wie lange Sie B machen oder ob Sie es umkehren, können Sie auf jeden Punkt hier zugreifen. Und das A addieren wir einfach da drauf, sodass es halt durch den Punkt A geht. Ja? Verhältnisnicken, ja. Also man kann ein und dieselbe, das sollte dieses Beispiel zeigen, man kann ein und dieselbe Kurve auf verschiedene Art parametrisieren. Jemand denkt vielleicht einen Winkel, jemand nimmt diesen Punkt auf der x-Achse. Der Parameter selbst hat keine geometrische Bedeutung. Das ist einfach nur ein Namen für die Punkte der Kurve. Wenn Sie diese Dinger malen da, dann kommt in beiden Fällen wirklich das gleiche Objekt raus. Die rote Linie mit dem entsprechenden Durchlaufsinn. Und hier auch. Und es gibt verschiedene andere. Wenn Sie hier eine 3 davor malen, 3u, dann passiert da auch nichts Schlimmes. Nur dann heißt der Punkt jetzt nicht mehr u gleich 1, sondern u gleich 1/3.
Und die Linie ist gestreckt oder gestaucht im Vergleich zu dem ohne diese drei, aber es ist trotzdem das gleiche geometrische Objekt. Also die Kurven sind eine Sache und deren Parametrisierung ist eine andere Sache. Die Parametrisierung ist nur, dass wir die Punkte irgendwie bezeichnen und die Kurve ist das geometrische Objekt. Jetzt war das neue Kapitel, wo Sie wieder neu einsteigen können, aber Sie sind genauso leise wie beim letzten Jahr. Ja, mache ich gerade ein neues Beispiel. Ein letztes habe ich noch mehr ausgedacht. Und wenn wir da noch eins brauchen, können wir immer noch eins machen, aber müssen wir selber uns ausdenken. Ich dachte, wir nehmen die Breitenkreise. Jetzt gehen wir nämlich in 3D-Breitenkreise der Erde. Und zwar, nehmen wir einen Breitenkreis bei, wie heißt das Ding, nördlicher Breite. Alpha. So, die Erde, ne, ist eine Scheibe, die Erde ist eine Kugel und sie hat Längen- und Breitenkreise, diese Meridiane und diese Dinger. Welches ist denn was? Welches sind die Längenkreise, welches sind die Breitenkreise? Ja, sieht aus wie so eine Orange, ne? Und dann, wenn man sie stellt, ja, welche? Sind die? Sind diese rum. Und wie merken Sie sich das? Steht im Atlas, nein. Wie merken Sie sich das? Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich mir das nie merken konnte, bis ich gemerkt habe, dass die Längenkreise alle gleich lang sind, ne, weil die gehen einmal durch das Ganze, haben wir keine Kugel hier, die gehen halt einmal, das sind Großkreise, sind immer gleich lang. Die Breitenkreise, am Nordpol sind sie sehr klein und dann der Äquator ist der größte Breitenkreis, aber die sind alle gleich breit. Ne? Also ich merke mir, die Längenkreise sind alle gleich, also ich merke mir, sind gleich sozusagen. Und Längenkreise sind gleich lang, Breitenkreise sind gleich breit. Nicht, dass die Längenkreise nicht auch gleich breit wären, aber das hilft mir trotzdem bei der Eselsbrücke. Das sind also die gleich breit sind und deswegen nicht unbedingt gleich lang sein müssen. Und deswegen sind das die so rund gehen. Aber Sie wussten das sowieso auch schon ohne diese Eselsbrücke. Jetzt male ich die Erde auf von der Seite. Das ist die Seitenansicht. So, das hier ist der Nordpol, das ist der Südpol. Und irgendwo ist jetzt nördliche Breite. Das heißt, wo ist eigentlich Null bei der Erde? Also, wie zählt man denn die nördliche Breite? Wie zählt man denn die Breite? Von 0 bis, oder von minus 180 bis plus 180. Ja, das wäre ein bisschen viel. Das sind ja einmal rum. Sozusagen. Ja, das wäre die Länge. Sie zählen die Länge. Ja. Genau, die Breite, da macht man halt komplizierterweise, also oder vielleicht auch praktischerweise den Äquator auf 0 und dann ist oben 90 und unten ist 90, deswegen muss man das vorzeichnen, weil muss man halt durch nördlich und südlich sagen. Also dieser Winkel hier ist das gleiche wie dieser Winkel auf dem Atlas, nur der eine heißt nördlich und der andere heißt südlich. Also mein Alpha, ach das ist jetzt nicht die Kurve, das ist ja blöd. Die Kurve ist diese hier, das hier ist was anderes. Das ist das Koordinatensystem, das ist der Winkel Alpha. So viel nördliche Breite heißt das. Und da gibt es einmal diesen Kreis herum und ich versuche das gar nicht perspektivisch zu malen, sondern das ist jetzt mal strack von der Seite von Osten, sagen wir, drauf geschaut. Und wenn man von oben guckt, Draufsicht, dann haben wir die Erde immer noch so. Das heißt, der Nordpol sitzt jetzt hier in der Mitte. Und auf dieser Höhe, da muss mein Kreis durchlaufen. Und Sie sehen, der Äquator ist deutlich größer als dieser Breitenkreis. Also gleich breit, aber nicht gleich lang. So, und jetzt möchte ich gerne den parametrisieren mit einem R von U. Und das braucht jetzt drei Komponenten, weil wir im dreidimensionalen Raum sind. Das ist gleichzeitig meine Z-Achse. Das hier ist die X-Achse. Das hier ist, wenn ich von oben gucke, ist das hier meine X-Achse. Das hier ist meine Y-Achse, so. Und die Z-Achse kommt hier raus. Wenn Sie das Ding 90 Grad in die Tafel reindrehen, dann sieht man das da drüben. Die X-Achse ist immer noch da, aber die Z-Achse, die hier rauskommt, wird dann nach oben geklappt. Die Y-Achse geht hier in die Tafel rein. So, was ist jetzt also ein gutes U und was für Komponenten x, y, z sollen jetzt diese Punkte haben? Also wir müssen jetzt irgendeinen Punkt nehmen, zum Beispiel den da,
So, das ist ja hier einer. Das hier ist mein R von U. Und der Punkt liegt halt auch irgendwo hier. R von U. So, das ist einer von den ganzen. Verstehen Sie, das ist, wenn ich oben drauf gucke, der liegt da hinten. Diese Projektion, das X ist das X. Hätte ich doch perspektivisch malen sollen, hä? Also, das ist ein Kreis. Was würden wir denn gerne mal für einen Parameter nehmen? U. Pi oder sogar 2Pi, weil die Sinuskurse sind 2Pi periodisch. Oben war es ja nur ein Halbkreis, deswegen Pi. Also machen wir das mal so, dass das von 0 bis 2Pi geht. So, das heißt, das muss irgendein Winkel sein. Welcher Winkel soll das denn sein, wenn es einmal rumgeht? Jetzt sind Sie übrigens dran mit denen. Das sind die Irre, minus 180 bis 180 Grad. Das heißt, wir brauchen irgendeine Referenzrichtung und dann muss es der Winkel sein. Also warum nicht die X, wie da oben, diese X-Achse nehmen? Das hier soll der Winkel U sein. Ein bisschen viel Zeugs hier. Das hier ist U, dieser Winkel ist U. Das heißt, wir haben diese X-Komponente. X, diese Y-Komponente und diese Z-Komponente. Das hätte ich auch nicht unbedingt blau machen sollen. Und die Erde hat Radius der Erde mit Radius R. Ja? Das hier. Das ist die Z-Achse. Die habe ich wieder weggemalt. Die Z-Achse kommt hier raus. Ich habe da einen Kreis reingemalt und einen Punkt, sodass es aussieht wie ein Pfeil, der auf mich zukommt. Und das sollte die Z-Achse sein, die hier rauskommt. Ja? Nein. Sieht aber so aus. Ja, sieht gar nicht so aus, weil die Achsen sind auf der gleichen Höhe und das hier habe ich hier rüber gezahlt bis zur Mitte. Da ist nämlich der Kreis und das Y trifft den Punkt nur, wenn es wirklich der Winkel Pi halbe hat. Das sieht gar nicht so aus. Hier geht der Kreis dahin und dieser Punkt hat, das ist ein Y da. Ein Zeigefinger drunter. Aber machen Sie mal zuerst die Z-Komponente von diesen Punkten, von diesem Punkt, aber auch von allen anderen. Denn Sie sehen zum Beispiel, dass sich die Punkte gar nicht in ihrer Z-Komponente unterscheiden. So ein Breitenkreis ist eine Scheibe durch die Erde, alle den gleichen Z-Wert. Interessant, nicht? Das heißt, der Z-Wert hier ist besonders einfach. Z für alle Punkte ist der gleiche, nämlich diese Höhe. Wie hoch ist diese Höhe? Die Erde hat den Radius R. Wir sind auf der nördlichen Breite Alpha. Ja. Genau. Das Ding hier ist R. Wenn das hier ist dann nochmal Alpha. Diese Länge hier ist R. Die Erde hat Radius R, das ist nochmal Alpha. Und dann brauchen Sie das da und das ist R mal Sinus Alpha. Das ist Z ist R Sinus Alpha. Hängt gar nicht von U ab. Alle sind auf der gleichen Höhe. So, und jetzt haben wir auf der Höhe noch einen Kreis. Dieser Kreis. Jetzt können Sie sozusagen das Bild vergessen, weil wir haben jetzt schon mal dafür Sorge getragen, dass Sie alle auf der gleichen Höhe Z sind. Jetzt haben wir diesen Kreis. Wir brauchen also einen Kreis. Und einen Halbkreis können wir schon. Und wir machen aus einem Halbkreis einen ganzen Kreis, indem wir den Parameter ein bisschen weiterlaufen lassen. Das ist im Prinzip auch schon da, weil das geht bis Pi und das geht bis 2Pi. Das heißt, wir schreiben ab, was da oben steht. Ja? Genau. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal hier, das hier, was wir hier brauchen, ist so ein anderes R sagen wir, Cosinus U, R Sinus U, das habe ich von oben abgeschrieben. Und dieses R ist welches R? Wie soll ich das mal nennen, dass das nicht auch noch alles R heißt? Ich möchte dem gerne mal einen anderen Namen, ich nenne das mal R,
Eigentlich möchte ich es gerne R Alpha nennen, weil es der Radius des Breitenkreises an der Stelle Alpha ist. Aber wenn ich das im Index Alpha mache, das ist auch über RB für Breitenkreis. Ja? Wo ist RB? Wie viel RB? Ja? Ah, sehr gut, genau. Das ist der Radius dieses roten Kreises. Ja? Dieser rote Kreis hier, diese Länge ist RB, hat die Länge RB. Und das RB ist dann dieser Radius hier, das Ding. RB. Und jetzt hat er schon gesehen, wenn das jetzt hier mein Alpha ist, das ist R, dann ist die Ankathete Cosinus. Cosinus Alpha mal R gibt diese rote Linie, dieses Stückchen da. Das heißt, das RB ist gleich der Radius der Erde mal Cosinus Alpha. Und somit kann ich schreiben, mein R von U ist gleich Erde Cosinus Alpha Cosinus U R Cosinus Alpha Sinus U und R Sinus Alpha. Das ist die Kurve im Raum. Ein Kreis auf dieser Höhe. Das ist ein Kreis, wie wir den da oben haben, weil da steht was von Radius mal Cosinus U und Radius mal Sinus U für die beiden Komponenten. Der Radius selbst ist was Komplizierteres, ist halt die Erde und dann hängt es von der Breite ab, weil der, wie gesagt, die Breitenkreise sind nur gleich breit, aber nicht gleich lang. Genau. Und dann ist das ganze Ding nach oben verschoben um diesen festen Betrag. Hat das Beispiel geholfen oder hat es eher schlimmer gemacht? Hat schlimmer gemacht, ja. Dann sagen Sie mir, welche Kurve wir jetzt noch parametrisieren wollen, dann machen wir das. Bitte? Wozu ist das U? Wozu ist das Ganze gut? Das ist ein Kurvenparametrisieren, also wozu ist das gut? Weiß ich doch nicht. Nein, wenn Sie, Sie können sich zum Beispiel diese Kurven als Bahnkurven von Teilchen vorstellen. Wenn Sie Physik machen oder so, nehmen wir mal an, dann bewegen sich irgendwelche Teilchen auf irgendwelchen Kurven, wenn sie losgelassen sind und vielleicht Kräften ausgesetzt sind. Und solche Kurven könnten zum Beispiel die Bahnen sein. Dann wäre der Parameter U die Zeit und das R wäre wirklich der Ort. Deswegen nenne ich das Ding auch R für Ortsvektor von diesen Teilchen. In der Physik nennen wir das Ding auch immer R. Und dann haben wir müssen jetzt erstmal verstehen, wie man diese Kurven beschreibt und dann kann man über ein Newtonsches Gesetz oder so schreiben, also sprechen. Also zum Beispiel ein Newtonsches Gesetz ist ja irgendwie dieses F an der Stelle R, wo man ist, gleich Masse mal zweite Ableitung von diesem R. Ja, so ein Quatsch, ne? müssen wir lösen. Also müssen wir erstmal verstehen, wie man Kurven beschreibt und das mache ich hier. Es ist so relativ trocken, ohne viel Zeug, keine Ableitung. Erstmal diese Bahnen beschreiben. Es könnten Kurven sein. Man könnte auch andere Sachen haben. Nehmen wir an, Sie wollen irgendwas biegen, einen Draht biegen oder so. Und dann müssen Sie halt die Form dieses Drahtes beschreiben, um dem jemanden in der Werkstatt zu geben. Dann müssen Sie Kurven beschreiben oder sowas. Also keine Kurven kommen halt schon mal vor. Ja? Und es ist nichts wahnsinnig Krasses. Es ist einfach nur eine Sammlung von Vektoren, die ich mit einem kontinuierlichen Parameter U bezeichne. Das ist nicht schlimmer, als wenn Sie zum Beispiel ein paar Punkte haben von Dingen und Sie sagen, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, das ist Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und dann sagen Sie, okay, das ist R1, R2, R3, alles Vektoren und dann haben Sie eine Sammlung, eine diskrete Sammlung von denen und das 1, 2, 3 nummeriert die, aber jetzt habe ich halt was Kontinuierliches und deswegen reicht das nicht mit 1, 2, 3, jetzt nehme ich da halt einen Parameter U, sodass ich alles dazwischenliegende auch kriege und das machen wir hier. Aber wie ich die nenne, ob ich die jetzt 1, 2, 3, ich könnte die auch 1, 3, 5, 7, wenn ich die ungeraden Zahlen sehr gerne mag oder sowas. Ich meine, die Parametrisierung ändert nichts daran, dass da immer noch die Zahl von Punkten ist, wenn ich denen auch blöde Namen gebe. Ich kann denen noch so blöde Namen geben. Und manchmal ist es halt praktischer hier, das eine oder das andere, kontinuierlich natürliche Zahlen oder sowas zu wählen. Und hier ist manchmal das oder das praktischer, aber ja, das ändert nichts an der Kurve selbst. Also ich würde mir Kurven jetzt vorstellen als die Bahnen von Teilchen und den Parameter als die Zeit. Und wenn Sie zwischen den beiden hin und her wechseln, wenn Sie Ihr U wechseln, dann heißt das, dass das Teilchen die Orte zu verschiedenen Zeiten passiert. Ja? Und dadurch heißt das, dass es vielleicht schneller oder langsamer sich bewegt. Aber es
fährt die gleiche Bahn entlang. Hat das geholfen? Ansonsten sind diese Bahnen auch, ich meine, diese Kurven wichtig für irgendwelche Koordinatensysteme. Wenn man krummliche Koordinatensysteme macht, da will ich drauf hin. Ich wollte sie hier schon mal in die richtige Richtung bringen, zu Kugelkoordinaten. Dann muss man nämlich diese blöden Dinge auch parametrisieren und dann kriegt man genau sowas. Das werden Sie im Prinzip von dem Ding vielleicht schon mal gesehen haben, mit diesen Sinus-Kosinus-Einträgen da drin. Bei Kugelkoordinaten misst man normalerweise die Breite von der Z-Achse aus. Da sagt man, hier ist 0 und da ist Pi halbe. Sorry, da ist 0 und da ist Pi und nicht von der Mitte. Deswegen sieht das leicht anders aus, was Sie sich gemerkt haben, hoffentlich. Aber ja, so ähnlich trotzdem. Ja, weiß ich auch nicht. Sollen wir noch ein Billigbeispiel machen? Irgendwas, was Sie sagen, rufen, ich wische mal und Sie rufen mir eine Kurve zu und dann parametrisieren wir die nochmal zusammen. Oder wir gucken uns Tangenten an. Sonst wären wir heute gar nicht fertig. Auf, ab. Haben Sie schon eine Kurve, die wir parametrisieren wollen? Nehmen wir mal diese Kurve. Das soll eine Parabel sein, ein Stück einer Parabel. Die geht hier weiter. Aber ich will das nicht, ich will nur von da nach da. Von da bis da möchte ich gerne meine Parabel parametrisieren. Also das ist auch eine schöne Kurve. Und wir sagen, die soll hier durch den Punkt minus 2 gehen und da durch den Punkt 2 gehen und da soll sie durch den Punkt auch 2 gehen oder sowas. Wahrscheinlich ist 4 einfacher. Ist egal, machen wir 2. Das ist denn die einfachste. Machen wir mal 4, gucken, was passt. Das soll meine Kurve sein, die soll hier anfangen, soll da aufhören. Was nehmen wir denn für U und was soll mein X und Dingsbums sein? Also U und dann X von U, Y von U. Worin unterscheiden sich die Punkte voneinander? Von mir aus die Punkte der X-Achse wieder, genau. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Punkt da, schnack. Der hat irgendein x und der das. Das u soll also, dieses x soll gleich dem u sein. Ich habe auch brav meinen Durchlaufsinn von so nach so, dass wir es nicht noch spiegeln müssen, gewählt. Das u muss welchen Bereich durchlaufen, damit wir wirklich die gesamte Parabel kriegen, von da bis da. Ja? Genau. Minus 2 bis 2. Und jetzt brauchen wir noch das y dazu. Das x ist das u. Und das Y, sorry, wir brauchen das X ist das U, wir brauchen das Y dazu. Das Y, wenn das eine Parabel ist, also das ist eine Parabel, durch die Punkte, so eine Parabel sieht ja aus wie Y ist gleich AX² plus BX plus C, ja. Die ist hier symmetrisch durch die beiden Punkte, das heißt, die Funktion muss symmetrisch sein, das heißt, es dürfen nur gerade Potenzen auftauchen, das heißt, das B ist 0. Wenn das auf der x-Achse liegt, auf der y-Achse liegt x gleich 0, das heißt, wir haben noch das c, dann müssen wir bei 4 sein, das heißt, das c ist, ist die 4, das heißt, das a, was ist das a? Jetzt wollen wir durch den Punkt 2 gehen, wenn das x gleich 2 ist, dann muss da 0 rauskommen, das heißt, wir brauchen a mal 2 Quadrat plus 4 muss 0 sein, das a ist krasse Sache, was ist das a? Minus 1. Das heißt, das a ist minus 1. Das heißt, meine Kurve y ist minus x² plus 4. So. Das heißt, wenn Sie den x-Wert kennen, dann wissen Sie, Sie müssen hochgehen
zu minus x plus 4. Das heißt, wenn ich jetzt bei x gleich u bin, dann ist mein y minus u Quadrat plus 4. Minus u oder 4 minus u Quadrat sieht auch schön aus. Da können wir sogar noch eine 2 aus. Können wir sogar noch, das ist eine binomische Formel, sehen Sie das? Lustig, ne? Wer hätte das gedacht? Das ist gleich 2 minus x, 2 plus x, hätte ich auch selber wissen können, weil wir ja durch die beiden, ja, und den Faktor haben wir so gewählt, dass es passt. Genau, ist egal, nehmen wir mal, das brauchen wir nicht. Das macht das nur komplizierter. Hat es geholfen? Ehrlich? Welche Erklärung hätte gerichtet? Ach so, ich, ja okay, das war sozusagen mit den Teilchen und so weiter, war ein bisschen Motivation, warum wir das machen. Und das ist jetzt einfach nochmal ein Beispiel gewesen zum Trainieren, also das Parametrisieren. Sie müssen halt erstmal sich überlegen, welchen Parameter soll ich denn nehmen. Da gibt es eine gewisse Freiheit, da muss man halt ein 10 Stück machen, dann weiß man schon, was am besten passt. Wenn Sie zum Beispiel einen gesamten Kreis parametrisieren wollen, einmal rund, dann ist der Winkel okay, weil keine zwei Punkte dieses Kreises haben den gleichen Winkel. Aber bei einem vollen Kreis ist der x-Wert natürlich schlecht, weil dann können sie einmal da oben, einmal da unten sein. Das ist dann keine gute Wahl. So. Und jetzt, glaube ich, gehen wir zu der Tangente. Jetzt möchte ich an die Kurve die Tangente finden. Das heißt, wir haben jetzt unsere Kurve und so eine Kurve, insbesondere wenn es ein Teilchen ist, hat ja irgendwie eine Geschwindigkeit entlang dieser Bahn. Ja? Also Tangente entspricht sozusagen der Geschwindigkeit. So ungefähr. Also wenn u der Parameter die Zeit ist, dann kriegen wir mit der Tangente sowas wie die Geschwindigkeit raus. Also die Tangente in irgendeinem Punkt, diesen Punkt hier zum Beispiel, wäre diese Linie, die hier so sich schön anschmiegt, tangential halt da dran. Und die möchte ich finden. Ich möchte, wenn ich sozusagen alle meine Punkte mit u irgendwie durchnummeriert habe, dann möchte ich eine Funktion angeben, die nenne ich nenne ich gleich so, die soll mir dann für das u die Tangente geben. Also ich möchte einen Vektor bauen, der hier in die Richtung zeigt, an diesem Punkt u. Für ein anderes u soll er halt die Tangente in einem anderen Punkt darstellen. Und das machen wir, indem wir zwei Punkte der Kurve betrachten, die nah beieinander liegen. Das hier ist r von u plus epsilon. Da ist der Wert, epsilon ist irgendeine kleine Zahl, irgendwas Positives am liebsten, sodass wir ein Stückchen entlang der Orientierung der Kurve weitergehen. So, das ist ein Punkt der Kurve, das ist ein anderer Punkt der Kurve. Die unterscheiden sich in dem Parameterwert. Der eine hat u, der andere u plus epsilon. Und die Differenz von den beiden ist dieser Vektor. Dieses Ding hier, die Sekante, ist der Vektor r, u plus epsilon minus r von u. Und das sieht ja schon verdammt nah dran aus. Ja, das ist ja fast die Tangente. Ist nicht wirklich die Tangente, weil es halt, die Tangente müsste ein bisschen flacher hier verlaufen, weil das Ding eine Kurve nach oben macht, ist dieser Vektor nicht wirklich die Tangente, sondern die geht einfach zu hoch. Wir müssen mit dem ein bisschen näher ranrutschen, damit sozusagen von der Kurve die Tangente nichts spürt. Wenn wir es viel, viel zu groß wählen, dann sind wir hinten und dann ist es überhaupt nicht mehr passend. Ja? Je näher wir die beiden aneinander bringen, desto eher wird das zu der Tangente. Okay? Im Grenzfall Epsilon gegen 0 wird das zur Tangente. Nur leider ist dann auch mein Vektor weg. Ja? Der Vektor ist ja die Differenz zwischen meinen Punkten. Und wenn ich das Epsilon gegen 0 gehen lasse, bis es dann bei 0 ist, dann habe ich den minus den, wo kein Epsilon ist, eine 0. Das heißt, er hat zwar die Richtung der Tangente, aber er ist selbst zu 0 geworden. Er ist sozusagen kurz vorher noch in der richtigen Richtung, aber noch nicht ganz in der richtigen Richtung. Erst bei Epsilon gleich 0, aber dann ist er von der Länge her verloren gegangen. Bist blöd, ja? Sie sehen das Problem, man muss eigentlich ran, aber dadurch wird er zu kurz. Bis man ihn nicht mehr sieht. Erst wenn man ihn nicht mehr sieht, hat er die richtige Richtung. Aber dann ist sozusagen zu spät. Deswegen ist der Trick, man schaut sich nicht die Differenz an, sondern man schaut sich sowas, was man Differenzenquotient, Differenzenquotient nennt. Wir schauen jetzt also nicht das da an, sondern wir sagen, wir schauen uns r von u plus epsilon minus r von u an, geteilt durch epsilon. Im Grenzfall epsilon gegen 0 wird der Zähler zu 0 und auch der Nenner zu 0 und das wird uns retten. Wenn ich das hier mal aufschreibe, dann kriege ich ja im Zähler
das ist x von u plus epsilon ex plus y von u plus epsilon ey. Das hier ist der erste Vektor minus, minus x von u ex plus y von u ey. Das ist der andere Vektor, alles geteilt durch epsilon. Folgen Sie mir, ich habe einfach nur die Komponenten geschrieben. Wir haben ja diesen Vektor in die Basis zerlegt, dann haben wir eine x-Komponente, y-Komponente, beides sind Funktionen von u. So. Jetzt alles, was mit ex heißt, zusammenschreiben. Hier kriegen wir den raus, hier kriegen wir x, u plus epsilon minus x von u geteilt durch epsilon ex. Das ist der Term und dann haben wir plus alles mit y, y von u plus epsilon minus y von u durch epsilon ey. Das ist der und der Term. Und jetzt sollen Sie, jetzt tut es mir leid, müssen Sie sich an das, was wir vor Jahren mal gemacht haben, erinnern, ableiten. Ja? Das ist der Differenzenquotient. Und wenn Sie jetzt epsilon gegen 0 gehen lassen, wenn wir jetzt hier in diesem Ausdruck epsilon gegen 0 gehen lassen, was passiert dann? Was ist das dann für ein Dings? Bums. X von u ist eine Funktion und wenn Sie diese Kombination x von u plus epsilon minus x von u durch epsilon im Grenzfall epsilon gegen 0 anschauen, dann ist das irgendwas. Bitte, bitte sagen Sie es. Sagt irgendjemand das? Ja. Genau, oder die Ableitung. Wir nennen es Steigung oder Ableitung. Das ist die Steigung des Graphen oder wir nennen es die Ableitung von x. Die Funktion x von u abgeleitet nach u ist das. Differentialquotient. Differenzquotient im Grenzwert. Und das hier ist die Ableitung von y von u nach u. Das heißt, wenn wir das Ding anschauen, im Grenzfall verschwindet das nicht, sondern wir kriegen hier die Ableitung von x und da kriegen wir die Ableitung von y und das ist irgendwas Endliches. Das ist halt die Ableitung von den Dingern. Deswegen definieren wir, definiere f u von u. Dieser Index u macht an dieser Stelle keinen Sinn, der macht erst am Donnerstag Sinn, wenn ich mehrere Variablen habe, aber ich schreibe ihn trotzdem. Hier sind sozusagen viele u's. Das ist das sagt mir, ist die Ableitung in die Richtung u. dr von u nach u ist gleich dieses Ding, der Limes für Epsilon gegen 0 von R-Vektor von U plus Epsilon minus R von U durch Epsilon. Also ich definiere dieses Objekt, das ist die Ableitung eines Vektors nach einem Parameter. Das ist meine Kurve, die ich jetzt differenziere nach diesem Parameter. Sie können sich fragen, wie ändert sich der Vektor mit dem Parameter? U ist der Parameter, der die Kurve parametrisiert. Und wenn Sie das U ändern, ändert sich der Vektor. Und wie ändert er sich? Das ist das Ding. Und es ist auszurechnen über diesen Grenzwert. Und das ist das Gleiche wie diese Ableitung. Sie nehmen einfach die Komponenten und leiten die Komponenten nach dem Parameter ab. Oder, falls Sie das so lieber sehen, packen wir das in eine Spalte, dx von u nach du, dy von u nach du. Boom. Und diese Ableitung kürze ich nur ab als dieses f. Das ist der Tangentenvektor.
Ich habe noch eine Frage, warum ist das der Tangentenvektor? Wir haben gesehen, dass wenn ich diese Differenz mir anschaue und Epsilon gegen 0 gehen lasse, dann wird daraus der Tangentenvektor. Aber das, was hier steht, ist ja nicht diese Differenz, sondern ist die Differenz durch das Epsilon geteilt. Warum ist das immer noch der Tangentenvektor? Warum zeigt er immer noch in die Richtung der Tangente? Also ich hoffe, das habe ich versucht, ihm zu verkaufen, dass das Ding im Grenzfall Epsilon gegen 0 in Richtung der Tangente an diesen Punkt schaut. Jetzt sage ich, das da ist der Tangentenvektor, aber der da ist nicht diese Differenz, sondern ist die Differenz durch Epsilon. Warum zeigt auch das in Richtung der Tangente? Genau, das Epsilon macht ihn nur kürzer oder länger, aber es ändert seine Richtung nicht. Das heißt, der da hat die gleiche Richtung wie der da und wenn wir da verstanden haben, dass das die Tangente wird, dann wird das auch die Tangente. Das Schöne da an dem ist, dass er nicht verschwindet, zu Null wird, der wird zu Null. Übrigens, dividieren durch Epsilon macht ihn länger, weil das Epsilon so eine kleine Zahl ist, durch 0,0001 im Grenzfall, weil der geht gegen Null und das Dividieren durch Epsilon macht den halt so, dass es was Endliches bleibt. Und wenn Sie da an die Zeit denken, dann ist das hier die Geschwindigkeit. Die Ableitung des Ortes nach der Zeit ist die Geschwindigkeit. Das ist der Geschwindigkeitsvektor. Deswegen habe ich hier Tangente gleich Geschwindigkeit genannt. Wenn wir das jetzt für verschiedene Parametrisierungen ausrechnen, für verschiedene Zeiten, dann kämen da auch verschiedene Längen raus. Ja, also das Ding ist immer parallel zur Kurve, also eine Tangente, aber die Länge hängt von der Wahl der Parametrisierung ab. Wenn Sie zum Beispiel ein U wählen, also ein Teilchen, was hier so durchrast, dann wird das halt sehr große Geschwindigkeit haben. Und wenn das U irgendwie nur langsam voranschreitet, dann gehen das ganz kurze Geschwindigkeitsvektoren. Die Länge von dem Ding ist keine wirklich geometrische Größe der Kurve. Also wenn Sie von Tangente sprechen, dann ist es wirklich einfach nur diese Linie, die da dran passt. Und das hat nichts mit der Länge, also die Länge der Tangente ist irgendwie nicht bedeutend. Als geometrisches Objekt. Deswegen wollen wir das normieren. Ich möchte das Ding hier normieren. Ich nenne den Betrag des Tangentenvektors, den nenne ich H U von U, weil die Länge ändert sich auch. Im Allgemeinen, die Länge von diesem FU kann ja unterschiedlich sein an verschiedenen Stellen. Also ist das auch eine Funktion von U und das ist einfach der Betrag von diesem Ding. Ich kürze das ab. Das ist der Betrag der Geschwindigkeit. Das ist der Geschwindigkeitsvektor und das ist der Betrag der Geschwindigkeit. Und es kriegt den Namen H. Und der Tangenteneinheitsvektor also der Vektor, der, ja, das ist H ist der Name des Betrags und U ist ein Index. Und dann, ne, das stimmt, das hätte auch ein N sein können. Das sieht alles ein bisschen blöd aus, hätte auch ein N sein, ist aber kein, ist alles U. Hm? Eben. Genau. Dieses Ding hier ist ein Vektor, der zeigt entlang der Kurve tangential und die Länge hängt davon ab, welche Parametrisierung Sie gewählt haben. Wenn Sie einfach nur die Richtung wissen wollen, ist die Länge nicht relevant. Deswegen definiere ich den Tangenteneinheitsvektor, das ist ein Vektor in Richtung der Tangente mit der Länge 1 und den kriege ich, indem ich mir über die Länge erstmal Gedanken mache und dann die Länge wegdividiere. Das heißt, der hier kriegt den Namen E, weil Einheitsvektor, EU von U, wie wollen wir den definieren? Das soll der Tangenteneinheitsvektor sein. Jetzt haben Sie den Vektor in die Richtung und Sie haben eine Länge. Jetzt sollen Sie aus einem Einheitsvektor machen. Sie haben, ja. Jetzt habe ich das nicht gehört, aber ich habe da oben was gehört. Das heißt 1 durch HU von U mal FU von U. Genau. Das ist der Vektor. Da dividieren Sie was, nämlich seine Länge. Das heißt, der da hat jetzt Länge 1.
Wenn der Länge 2 hat, dann heißt das, dass das h2 ist. Und wenn Sie den Vektor von Länge 2 durch eine 2 dividieren, dann machen Sie aus dem Vektor Länge 1, und das ist der Einheitsvektor. Wenn der die Länge 15.000 oder sowas hat, dann das Gleiche. Das ist der Tangent-1-Vektor. Und der da ist jetzt wirklich nur so ein kleiner Strich, Länge 1, sagt mir die Tangente, hat nichts mit der Länge zu tun. Also die Länge ist einfach rausgerechnet. Das ist immer Einheitsvektor. F von U. Aber Steigung in welchem Sinne? Ich verstehe. Aber die Steigung in welchem Sinne? Sie müssen verstehen, es muss ich kurz sagen. Ich sage es gerade. Wie sag ich denn? Also wenn ich zum Beispiel nur mal was zum Verwirren. Wenn ich diese Kurve nehme oder diese Kurve nehme und hier schaue ich mir die Tangente an. Und hier schaue ich mir die Tangente an. Was würden Sie denn sagen, was ist denn die Steigung? Ich hatte den Eindruck, Sie wollten mir sagen, da ist die Steigung positiv, ist negativ, ne, weil es nach oben, nach unten geht. Das ist was ich gerade klären muss. Es geht nicht darum, bei diesem Ableiten nach dem Parameter, ist es nicht die Steigung im Raum. Es ist nicht, wie sich y zu x verhält. Wird y größer, wenn Sie x größer machen? Wird y kleiner, wenn Sie x größer machen. Das wäre die Steigung einer Funktion y von x. Hier ist die Frage, wie ändert sich der Wert mit dem Parameter? Wird die Komponente größer oder kleiner, wenn Sie den Parameter größer machen? Und ändert sich die Komponente sehr schnell mit dem Parameter, dann hat er sozusagen eine große Steigung da drin, in dem Parameter. Und dann ist der Tangentenvektor ein sehr langer Vektor. Das, denken Sie wirklich immer, wenn ich sage Parameter, denken Sie an Zeit. Wir sprechen das nie aus, aber Sie denken immer an Zeit. Das heißt, wenn wir leiten hier nicht nach dem Ort ab, sondern wir leiten nach der Zeit ab. Ach, wollte ich ja nicht sagen. Nach der Zeit, das heißt, ist egal, sagen wir es eben. Wie ändert sich der Ort mit dieser, das ist die Steigung mit der Zeit? Man sieht das nicht, wenn Sie in den Raum gucken. Was Sie aufmalen müssten, sind die unterschiedlichen Funktionen. X von U, U, Y von U, U. Und dann haben Sie hier Steigungen. Und wenn Sie da sowas haben und da sowas haben, dann können Sie darüber sagen, was passiert denn mit meinem Vektor, wenn Sie, ja? Wenn wir zum Beispiel an diesem Punkt U sitzen, das heißt, wir haben irgendeine positive Komponente in X und irgendeine positive Komponente in Y-Richtung. Das heißt, hier ist mein Koordinatensystem, X, Y, positiv, positiv. Das ist der Punkt zu dem Wert U. Und wenn Sie jetzt in U weitergehen, das heißt positive Steigung für X in U, dann wird mein X größer. Und hier wird das Y kleiner, das heißt, Sie kriegen einen Vektor in die Richtung. Und ja, genau. Das war nur mal so eine Nebenbemerkung in Worten. Machen wir mal was Ausführlicheres. Ich habe dieses Beispiel genommen mit dem Halbkreis. Da hatten wir zwei Parametrisierungen. Das hier ist Parametrisierung Nummer 1. Das hier ist Parametrisierung Nummer 2. Hier hatten wir U aus 0 und Pi. Und mein R von U war R Cosinus U, R Sinus U. Und hier war das U aus minus R bis R. Und das R von U war minus U und dann Wurzel R Quadrat minus U Quadrat. So. Jetzt haben wir zwei wunderschöne Kurven.
Und jetzt möchte ich ausrechnen, was die Tangente ist in den beiden Bildern. Das heißt, ableiten. Die Tangente ist FU von U, ist die Ableitung von dem Gerät. Und das heißt einfach nur jede Komponente ableiten nach U. Wenn Sie die X-Komponente mal nach U für mich ableiten würden. Sie schauen gerade so brav. Haben Sie X gesagt? U. U gesagt. Und da, Sinus wird Cosinus. R Cosinus. U. Bums. Das ist die Tangente. Das wäre natürlich spannend, um zu sehen, ob das einigermaßen stimmt. Das würde ich ja natürlich zu gerne mal wissen, ob das stimmt. Wenn wir uns an irgendeine Stelle U setzen, zum Beispiel diesen Winkel U hier. Die Tangente ist ja Geodreieck, grün, irgendwie so was. Was würden Sie denn sagen, was die Tangente für eine Richtung hat, wenn Sie das mal aufschreiben würden, also das als Vektor? Da müssen wir suchen, wo das U wieder versteckt ist. Dieses blöde U ist ja hier nochmal, richtig? Und jetzt, welche Richtung hat dieser Vektor? Ein bisschen was Negatives in X, positiv nach Y, aber wie viel? Sagen wir mal, wir wollen direkt den Einheitsvektor konstruieren. Das heißt, Länge geben wir uns 1. Was ist das da oben, dieses Stückchen, wenn das der Winkel U ist? Das ist die Gegenkathete. Raten Sie mal. Weggeschaut. Ja. Erst ich. Die Gegenkathete. Sinus oder Cosinus? Sinus, naja, Sinus, genau. Sinus, U, Gegenkathete und Minus, was nach links geht. Und die Ankathete? Cosinus, richtig. Cosinus, U, das wäre der Vektor, wenn wir hinguckten. Und das ist der Vektor. So, jetzt Ihre Frage. Nach was? Oh, das soll... danke, ja. Genau, das, Sie sehen, das ist das, was wir ausgerechnet haben, ist die Tangente. Es ist zum Beispiel nicht, ist es die Richtung, richtig? Es ist die totale Richtung. Und wie lang ist das Ding? H, U von U, was ist der Betrag von dem Ding? Das heißt, Sie rechnen den Betrag aus, das quadrieren, pythagorischer, wie heißt das? Trigonometrischer Pythagoras, R. Die Länge ist R. Ist nicht Einheitsvektor, ist R. Ist konstant über die gesamte Strecke, aber ist halt Länge R. Und was hat das schon mit R zu tun? Ich meine, warum sollten wir jetzt eine Tangente der Länge R machen? Machen wir Einheitslänge. Das heißt, wir dividieren die durcheinander. Das heißt, das E von U ist gleich durch R teilen minus Sinus U, Cosinus U. Und da ist es. Einfach nur ableiten. Da kriegen Sie die Tangente produziert. Wenn Sie das nicht normieren, dann hat das irgendeine willkürliche Länge, die davon abhängt, wie es parametrisiert wurde. Und wenn Sie es normiert haben, dann ist es halt wirklich ein Tangenteneinheitsvektor. In der anderen Parametrisierung hier auch mal machen. Das heißt, hier kriegen wir die Tangente FU von U gleich. Jetzt ableiten. Minus U ableiten nach U, bitte. Richtig? Minus 1. Jetzt wird es schwieriger. Wurzel R² minus U² nach U ableiten. Ja. Hey, so, und dann können wir die 2 kürzen, Minus rausziehen vielleicht, ist 1 durch U Wurzel R Quadrat minus U Quadrat. Aha, interessant. Sieht ganz anders aus. Die Frage ist, ist das Ding die Tangente? Also ist das... Das ist jetzt, hier war es leichter, aber jetzt muss ich mir einen abkrampfen, um das rauszufinden. Was wir machen könnten, ist zum Beispiel mal testen, ob dieser Vektor R von U und dieser Vektor F von U, ob die senkrecht aufeinander stehen. Nämlich so ein Halbkreis hat die besondere Eigenschaft, dass die Tangente senkrecht auf dem Ortsvektor steht. Das heißt, wenn die beiden senkrecht aufeinander stehen, dann wissen wir, dass das eine Tangente an die Kurve ist. Das ist, finde ich, einfacher, als jetzt rumzuraten, was die Komponenten von dem Ding sind. Wenn wir das Skalarprodukt aus den beiden ausrechnen, R von U mal FU von U ist Skalarprodukt, Hilfe, wer war noch nicht, da oben, Sie waren schon, aber dürfen nochmal,
minus u. Ach, Schreck, wo kommt denn Plus her? Ach so, ja genau, wir haben hier, wollen wir das Minus wieder reinziehen? Sonst, also ist es nicht falsch gewesen. So, genau, wegen dem Minus U, hätte das zum Plus U, Minus U, weil die Wurzeln sich gekürzt haben, 0 senkrecht aufeinander. Ist auch eine Tangente. Welche Länge hat diese Tangente, diese lustige Tangente H von U, U? Jetzt müssen wir wieder quadrieren, Wurzel ziehen, also Wurzel, 1 Quadrat ist 1, das Quadrat ist U Quadrat durch R Quadrat minus U Quadrat auf einen Nenner, R Quadrat minus U Quadrat, das Minus, das R, geht, R Quadrat, das U Quadrat geht weg, also haben wir R durch Wurzel R Quadrat minus U Quadrat. Also hat irgendwas eine U-abhängige Länge. Wenn Sie U zu 0, U zu 0, wo ist denn 0? U ist in der Mitte, nehmen wir mal U am Rand. Nehmen wir mal U am Rand. Setzen Sie mal für U minus R ein oder R. Wenn Sie für U minus R oder R einsetzen, das heißt, wir kriegen jetzt hier R Quadrat minus R Quadrat, also 0 im Nenner, das wird unendlich groß. Diese Tangente hier hat an den Rändern unendliche Länge. Das sieht ungefähr so aus. Und hier so. Noch länger. So. Und wenn Sie U gleich 0 einsetzen, dann kriegen Sie 1. Ne? U gleich 0, dann haben Sie R durch R ist 1. So. Und dazwischen werden die immer länger. Und hier. Das heißt, Sie haben zwar Tangenten, aber die sind lang und kurz. So, und wenn das erfolgreich werden soll heute, dann sagen Sie mir, woran sieht man das? Woher hätte man das raten können, dass hier die Tangenten so irre lang sind und da so irre kurz sind, wenn Sie diese Parametrisierung gefressen haben? Die, ja. Sie dürfen jetzt mal eine Minute drüber nachdenken. Was sind die Vermutungen? Ja? Also R ist ja konstant durch unseren Preis vorgegeben und U verändert sich, je nachdem, in welche Richtung wir auf den Preis bewegen. Und an beiden Enden ist U und R gleich, also wird unter der Bruchstrich 0 stehen, dann wird es sehr groß der Ausdruck. Ja. Doch. Sie haben es schon so ein bisschen mit der Formel argumentiert. Unter dem Bruch und so weiter mit Wurzeln sieht es gleich aus. Ich hätte, können Sie das Gleiche nochmal sagen, physikalisch sozusagen, mit Teilchen entlang der Bahn und Zeit und Geschwindigkeit und so weiter. Was waren denn nochmal die, hier vorhin in der ersten Parametrisierung haben wir gesagt, wir nehmen diesen Winkel, ja? Wenn das hier mein U ist und das hier das U plus Epsilon, Sie gehen ein Stückchen, weil wir vergleichen die beiden Zeiten, wir gehen ein Stückchen entlang. Und wenn Sie hier ein bisschen Epsilon weit gehen, dann legen Sie immer die gleiche Strecke zurück. Das Teilchen läuft mit der gleichen Geschwindigkeit entlang des Kreises, deswegen war die Tangentelänge R. Hat jetzt zufälligerweise die Geschwindigkeit R, aber es ist die Konstante, weil sich nichts ändert. Wenn Sie irgendwo sind auf der Kurve und so ein bisschen Epsilon haben,
dann legen Sie einfach so ein Stückchen des Bogens zurück, wenn Sie das andere, weil das Epsilon genau der Winkel ist. Das heißt, hier haben Sie die gleiche Geschwindigkeit wie da und hier am Anfang haben Sie auch die gleiche Geschwindigkeit. Überall die gleiche Geschwindigkeit, weil das Epsilon ist das Stückchen Bogen. Wenn Epsilon Zeit vergeht, haben Sie so viel Bogen zurückgelegt und das ist überall entlang der Kurve das Gleiche. Bei der anderen Parametrisierung hatten wir gesagt, die Zeit läuft hier unten lang. Die Zeit ist entlang der X-Achse. Das heißt, unser Epsilon ist das hier. Wenn Sie irgendwie von U hier sind und dann der nächste ist U plus Epsilon, das ist auch blöd wegen dem Minus-Minus-U-Ding da, ja, das ist halt Minus-U, Minus, egal. Wenn Sie ein Stückchen auf der X-Achse gehen, wie viel laufen Sie dann? Wenn Sie hier oben sind, ist das nur so ein kleines Stück. Wenn Sie von da nach da gehen, dann ist das ein irre großes Stück. Sie kommen, wenn Sie hier von da bis zum Epsilon gehen, sehr weit. Ihre Geschwindigkeit ist da sehr viel größer. Tatsächlich ist es unendlich, weil die Tangente an der Stelle senkrecht ist. Also sie, ja, und dann wird es kleiner, weil hier für so ein Stück schaffen Sie nur so eine Schräge und da nur noch so ein wenig und so weiter. Und da wird es wieder sehr schnell, weil Sie in dieser Zeit so viel Strecke zurücklegen. So sieht man das geometrisch. Also nochmal, je nachdem, wie Sie die Parametrisierung wählen, kriegen Sie Tangentenvektoren, die lang oder kurz sein können. Und das liegt daran, wie schnell Sie die Kurve durchlaufen. Wenn Sie sich ein Stückchen Epsilon nehmen, dann kann es hier schnell gehen, da langsam und hier ist es überall das Gleiche. Deswegen rechnen wir die Länge aus, das ist das h, und dividieren den Vektor f durch h, kriegen das e. Dann kriegen wir den Tangentenvektor. So, das war die Tangente. Das war das Differenzieren. Im Prinzip wollte ich noch diskutieren, wie wir die Beschleunigung rauskriegen. Aber dafür haben wir keine Zeit, oder wir hängen es hinten dran. Also bei der Beschleunigung leitet man das ganze Ding nochmal ab. Das heißt, wieder komponentenweise ableiten. Gehen wir mal lieber in die andere Richtung jetzt, in dem Moment. Gehen wir in die andere Richtung und sagen, wir integrieren. Das heißt, wir machen das, was wir gerade gemacht haben, rückgängig. Wenn wir die Änderungen kennen, also wenn wir das Integral f, wir haben eine Funktion f, eine Vektorfunktion f von u, die ist gegeben und wir wollen sie nach u integrieren, von u1 nach u2. Dann kommt daraus, das ist das r von u2 minus das r von u1, wobei r von u eine beliebige Stammfunktion von f u von u ist. Das heißt, wenn Sie Ihr R vermuten, vorschlagen, dann müssen Sie das R mal ableiten nach U und rauskommen muss das F. Das ist genau das gleiche wie vorher auch in einer Dimension mit den ganz normalen reellen Funktionen. Nur, dass jetzt Pfeile drüber sind. Ne? Sie können sich die Pfeile kurz wegdenken, dann ist es das gleiche wie vorher auch. Und weil wir dieses R komponentenweise nach U ableiten, um zu prüfen, ob die Ableitung der ersten Komponente von dem R der ersten Komponente von diesem F entspricht, heißt das auch, dass wir das hier komponentenweise integrieren. Wenn Sie also das Integral von so einem Vektor haben, f1, f2, du, dann ist das gleiche wie der Vektor, wo Sie jede Komponente, ich mache mal fg, wir machen mal irgendwie f, g, f, du, g, du. Also wenn wir einen Vektor in den Integranten schreiben, dann heißt das nichts anderes als, das ist, Ergebnis ist ein Vektor, deren Komponenten die Integrale der einzelnen Komponenten von f sind. Weil wir auch bei dem d nach du von diesem r, von dem x von u, y von u, auch einfach komponentenweise abgeleitet haben. Wenn ich einen Vektor nehme und den ableite, das war mein r, dann kriege ich raus, dass das ein Vektor ist mit den Ableitungen als Komponenten. Also muss es umgekehrt sein, wenn ich einen Vektor integriere, nämlich den da, dann kriege ich einfach das Integral der Komponenten.
Vielleicht ist es hier ganz viel formal und ganz viele Worte oder so. Was da konkret steht, ist ein Ausdruck Integral. Da drin steht eine Funktion, eine vektorwertige Funktion. Eine vektorwertige Funktion sind n gewöhnliche Funktionen und sie integrieren jede nach dem herkömmlichen Rezept. Oh. Das Gute ist, es ist bald vorbei und dann ist auch bald Semesterende. Aber ja, zum Semesterende? Vektoranalyse ist das Letzte, ja. Wie gesagt. Ja. Also, wir haben 6 Stunden, also sagen wir mal 5, die Viertelstunde können wir dem erzählen. 5 Vorlesungen haben wir noch. Es sind ja noch irgendwie 2,5 Wochen. Heute können wir schon nicht mehr als eine halbe Woche zählen. Diese Kurven, dachte ich, sei was Schönes, Einfaches. Donnerstag noch diese Flächen und die Volumina. Dann haben wir noch eine Woche. Da muss man übersehen, was wichtiger für Sie ist. Und in der dritten Woche, die dann noch bleibt, die letzte vor der Klausur, da dachte ich, machen wir irgendwie so ein bisschen Wiederholungszeugs. Das gibt dann auch kein, für die letzte Woche gibt es ja keinen Übungszettel, richtig, weil wir keine Besprechung mehr haben. Aber es gibt dann irgendwie, weil Leute nach einer Probeklausur gefragt haben, machen wir halt, teile ich einen Übungszettel mit Probeklausuraufgaben oder sowas aus. Und dann können Sie gucken, ob Sie die Klausur schön finden. Werden, möglicherweise. Aber fragen Sie mich lieber zu den Kurven, anstatt nach der Anzahl der Themen, wenn hier noch was unklar ist. Das Dumme ist, man müsste sich jetzt wieder erinnern an das Integrieren. Wenn man das, wir hatten das auch mal umgeschrieben. Wir haben schon mal das geschrieben als R von U2 ist gleich R von U1 plus das Integral von U1 bis U2 über die Funktion FU von U DU. Und das hatte sozusagen die Interpretation, wir starten irgendwo. Das hier ist unser Anfangswert. Und wir addieren Änderungen drauf. So haben wir angefangen. Wir haben gesagt, wir wollen die Umkehrung vom Differenzieren. Wir wissen, dass unser R irgendeinen Wert hat, diese Funktion. Und das sind die kleinen Änderungen von diesem R, mit diesem Taschengeld, oder was habe ich erzählt. Und wenn wir alle Änderungen aufaddieren, dann kommen wir am Ende raus, am Jahresende, was wir für einen Betrag an Geld haben. Und jetzt sind wir halt hier im Raum. Das heißt, das hier sind kleine Änderungen, dieses FU. Das hier sind Änderungen, das ist Stückchen, in die ich laufe. Schritte sind das sozusagen, Schritte. Und diese Schritte laufe ich. Und dann bin ich nach Addition all dieser Schritte irgendwo Neues rausgekommen. Das hier ist mein Ort R von U1 und das ist der Ort R von U2. Und jeder einzelne Schritt hier, dieser hier, ist FU von UDU. Das FU ist der Tangentenvektor, der hat irgendeine endliche Länge und das DU ist eine ganz kleine Zahl, die Schrittlänge und die beiden zusammen ist ein kurzer Vektor. Mhm. Und dieses komische Wort hier? Gleichheitszeichen. Das. Was hier steht, DX von U. DU, DY von U, DU. Ah, das haben Sie gesehen, das X, ja? Das U, was aus dem X, genau. Sehen Sie, also dieses U war ein Tangentenvektor und der ist sehr lang, mit dem DU wird er kurz. Und wenn ich diese ganzen Stückchen aufaddiere, dann komme ich von da nach da. So kann man das auch lesen. Man kann sagen, das ist der Anfangswert, der Anfangsort, der Ort am Anfang, das sind die Änderungen und das ist der neue Ort. Das hier könnte man als Geschwindigkeit und das ist jetzt Zeitintervall. Ein Stückchen Zeitintervall, Delta T, Delta Zeit, U war ja unsere Zeit, Delta U. Das ist die Geschwindigkeit, Geschwindigkeit mal Zeit ist Strecke. Diese Strecke ist ein Stückchen Strecke, diese Strecke, die ich da gemalt habe, addiere ich da drauf und dann bin ich an einem neuen Ort. Dann mache ich das mit der nächsten Stückchen Strecke, mit der neuen Geschwindigkeit, vielleicht die gleiche Zeitintervall, bin da. Das heißt, was heißt das denn? Das heißt, dass dieses Integral,
dieser Vektor ist dieser Vektor, das ist von U2 nach U1 zurück, das ist der Vektor der Luftlinie, das ist vom Startpunkt zum Zielpunkt hingeflogen. Dieses Integral ist der Vektor von Start zu Ziel. Wenn Sie Ihre Tangente integrieren, dann kriegen Sie einen Vektor vom Startpunkt zum Zielpunkt, und zwar Luftlinie. Na, das ist ja toll, aber jetzt stelle ich die Frage, wie kriegen Sie denn, und wenn Sie die Länge, wenn Sie die Länge davon ausrechnen wollten, also die Länge von RU2 minus RU1, das ist also der Betrag von diesem Integral, das ist die Länge gleich Länge Luftlinie. Luftlinie. Aha, jetzt ist die Frage, und deswegen machen wir das, wie kriegen Sie denn raus, was die Länge, was die Bogenlänge ist? Die Länge der Bahn, was ist denn die Bogenlänge? Wenn Sie das so lang integrieren, dann kriegen Sie ja hier, da, die Differenz von Start minus Ziel, und die Differenz ist dieser Vektor. Ich möchte aber wissen, wie lang denn wirklich mein Weg ist. Ja? Hat das mit was? Oh, mit Wendepunkten? Das Problem ist, wenn Sie diese Vektoren hier aufaddieren, vektoriell, ne, dann gehen ein paar von diesen Vektoren nach sozusagen oben. Der geht nach oben, horizontal, nach oben, nach oben, nach oben, nach unten, nach ein bisschen unten, nach unten, nach unten, nach unten. Das heißt, es gibt viele nach oben, viele nach unten, die heben sich gegenseitig weg. Das heißt, es kommt raus nur ein Vektor, der quasi horizontal ist, weil sich diese gegenseitig wegheben. Wenn ich die Länge wirklich wissen will, dann dürfen sich die nach oben und nicht wegheben. Ja, Sie? Unter dem Graphen, unter dem Funktionsgraph? Nein, nein, nein. Ja, doch, jetzt. Sie bitte. Ja, das ist sehr raffiniert, aber das ist besser schon als das. Nehmen wir das an. Was würden Sie denn machen? Dann würden Sie bis dahin rechnen und dann das auch machen. Aber dann machen Sie irgendwas mit diesem Ding. Sie teilen das auf, aber wenn Sie es aufteilen, dann kriegen Sie diesen Vektor plus diesen Vektor und die Summe dieser beiden Vektoren ist wieder der. Bitte? Ja, genau, den Betrag davon. Und jetzt, Sie waren es richtig, bitte? Aber den Betrag nicht von dem Vektor, sondern von jedem kleinen Stückchen. Der Betrag von jedem kleinen Stückchen. Damit Sie das nicht nur quasi richtig machen, sondern komplett richtig machen. Die Bogenlänge ist das Integral über den Betrag des Tangentenvektors. Sehen Sie den Unterschied? Ob man erst integriert diese ganzen Vektoren und dann den Betrag nimmt, dann kriegt man die Länge der Luftlinie. Oder ob Sie den Betrag des Tangentenvektors nehmen, das ist das H. Das hier ist das H, U von U. Und dann integrieren Sie die Bogenlänge. Wenn also jemand mal fragen sollte, was ist denn die Länge eines gewissen Bogens, dann parametrisieren Sie die Kurve, dann rechnen Sie den Tangentenvektor aus, dann rechnen Sie die Länge des Tangentenvektors aus und dann integrieren Sie die Länge des Tangentenvektors über den Indexbereich. Jawohl. Parametrisieren. Sie parametrisieren die Kurve, das heißt, Sie erfinden einen Parameter U und das, was wir am Anfang geübt haben. Ich habe da wohl noch ein Beispiel, oder? Wollen wir mal die Bogenlänge von irgendwas ausrechnen? Letztes Beispiel, die Bogenlänge von irgendwas. Von einem Bogen, sagen wir mal, ja?
Ach, schauen Sie, da ist er ja schon. Den, von dem machen wir mal die Bogenlänge. Ich will das nicht übernehmen, sonst schimpfen Sie mit dem Abschreiben, aber ich möchte sowas Ähnliches machen. Wir nehmen jetzt diesen Bogen, also hier ist Alpha, da ist Alpha, das ist das Stückchen Bogen, der geht nicht ganz runter. Der geht nicht bis ganz nach unten, ja? Der geht nicht, der fängt bei Alpha Alpha an. Das ist nicht ein Halbkreis, sondern der fängt da an. Dieses Stückchen Bogen hat irgendeine Länge. Wie lang ist die Bogenlänge? Beispiel. Bogenlänge. Jetzt parametrisieren Sie. Jetzt parametrisieren wir diese Kurve U. Geben Sie mir mal einen Bereich von U und dann dazu passend die R's. Da können Sie auch hier klauen. Schnell. Minus Alpha, ja? Das ist keine 2, das heißt Alpha. Das ist ein Bogen von Radius R und da ist der Winkel Alpha nach da und Winkel Alpha nach da. Das muss ja irgendwas mit Alpha, also ich würde sagen, wir fangen bei Minus Alpha und Plus Alpha oder sowas an. Ach, das Alpha. Ne, jetzt ist das Alpha. Ja? 90 plus Alpha. Also, die Halbe plus Alpha. Die Halbe minus Alpha. Ja, Sie wollen das wirklich wörtlich nehmen, ne? Was ist denn, wenn wir das hier als U, weil U läuft von minus. Ah. Wir können das auch so. Bitte? Die Zahlen können wir nicht machen. Wir sagen, wir laufen das Ding mal so da durch. Bei der Bogenlänge ist egal, welche Richtung ich da durchlaufe. Mein Minus Alpha soll der hier sein, Plus Alpha soll der hier sein. Das heißt, das hier ist der Winkel U. Dieser Winkel ist der Winkel U, ist positiv da. Wir brauchen die X-Komponente, das ist die Gegenkathete, das sind Sie doch gut drin. Und die Ankathete ist der Kosinus. Das heißt, wir haben da unsere Kurve. Wenn Sie Minus Alpha einsetzen, dann sind wir da. Wenn wir Plus Alpha einsetzen, sind wir da. Bei U gleich 0 ist der Sinus weg und das ist 1. Das heißt, wir sind bei R, passt. Das ist Ihre Kurve, wir haben es parametrisiert. Jetzt rechnen wir noch Flux das F aus. F von U ist die Ableitung. Ist R Cosinus Alpha minus R Sinus, ach Quatsch, Alpha U. Und der Betrag davon, FU von U, ist gleich R. Damit ist die Bogenlänge L das Integral, was das Integral über FU von U Betrag ist, von minus Alpha bis Alpha, Integral minus Alpha bis Alpha, R du, was ist das? Integral rdu. Das ist das Einfachste, was Sie jemals kriegen werden können. Der Integrant hängt nicht von u ab. U, sehr gut. Das ist gleich r mal u in den Grenzen Alpha bis Minus Alpha. Also Obergrenze einsetzen minus Untergrenze. R Alpha minus r minus Alpha gleich 2 Alpha r. Die Länge des Bogens ist 2 Alpha R. Versuchen Sie mal, sich zu überlegen, ob das passt, wenn Sie wissen, wie man die Bogenlänge ausrechnet unter diesem Weg. Wie rechnet man das aus? Jetzt haben wir noch 30 Sekunden oder sowas. Wenn Sie einen Bogen haben, ein Stückchen vom Kreis,
dieses Stückchen vom Kreis. Der Kreis hat den Radius r und ihr Bogen hat hier den Winkel Gamma. Dann ist diese Länge in Kilometern, wenn das hier r ist, also richtig in Länge, nicht in Winkel, sondern in Länge, wie lang ist dieses Stückchen l? Das soll ein Gamma sein. Wissen Sie noch mit der Bogenlänge, was das, wie das funktioniert? Viel zu kompliziert. Gamma R, Punkt. Winkel mal R. Und das haben Sie auch hier. Der Winkel ist 2 Alpha, also 2 Alpha mal R. Okay, quäle Sie nicht weiter. Das war der Hauptteil zum Thema Kurven. Wir wiederholen am Donnerstag nochmal und dann Flächen und Volumina. Fragen? Ja.